Fritz den Friseur! Willkommen! Wie geht's dir? Hallo! Hey, mir geht's gut. Mir würde es besser gehen, wenn ich auch 15 Tacos hätte, aber leider ist es nicht so. Ja, aber ich habe schon 15 Tacos, weil ich diesen Hack schon mal gespielt habe. Im Gegensatz zu dir. Denn du trinkst lieber Bier. Bist du da nicht aber leider nicht hier. Auf damit. Und deshalb habe ich in meinem Namen eine 4. Gott. Ja. Ja. Du Stier. Mhm. Okay. Fritte, grüß dich. Hallo. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Das freut mich sehr. Ja, bin ich also selten. Ja. Aber ja. Nur selten, wenn die Leute nicht unsere Tierlist-Videos gucken. Das ist richtig. Sonst wäre es häufiger. Deshalb guckt unsere Tierlist-Videos. Das ist eigentlich auch ironisch. Ich meine, bei Overcard war ich ja auch dabei. Ja, egal, okay. Ja, Overcard ist schon wieder ein bisschen länger her. Ja, busy. Das stimmt. Aber du kannst uns ja mal erzählen, worum es in diesem Hack geht. Ja, ich glaube, es geht um Waluigi und um Tacos. Und alles Weitere. Und um Ständer. Das kinderfreundlich LP. Lassen wir uns überraschen, liebe Leute. Ja, jetzt guckt ihr nämlich das wunderschöne Intro an. Oh, look, it's from Bowser. Waluigi and I have taken over the Mushroom Casino. I wonder what's for dinner. Nee, das steht halt so, ja. Ja. Oh, look, Waluigi is at the casino. Wonder what he's up to this time. Ja, tritt in die Luft. It appears that he is angry at the slots. Und jetzt ist er eine Ruine. Oh nein. Das ist schlimm. Hey, Waluigi, you ain't this you. Warum ist Koopa eigentlich auch nicht drin? Ich wollte gerade fragen, ja. You can't pay up after you have lost all of you and Wario's money at the casino. Woher weiß er davon eigentlich, ey? Ja, weil er vielleicht der Vermieter ist wahrscheinlich. Er ist wahrscheinlich der Casino-Betreiber. Ja, er ist Vermieter und Casino-Betreiber. Koopa ist voll krass. Voll der Assi, ey. Richtiger Assi, Tony. You have to work it off. I've got a job for you. Why don't you work at my taco stand? Follow me when you are ready for work. So ja, okay, Koopa, dann followen wir dem mal. Aber Koopa ist der Casino-Betreiber, hat einfach dafür gesorgt, dass Waluigi kein Geld mehr hat und jetzt lässt er ihn dafür arbeiten. Ja, richtig, das ist richtig gemacht. Und da ist ein sehr schönes Bild. Ach so, sind es Startpfeile oder was? Oh ja, es sind wirklich Startpfeile. Lol. Und hier schläft Waluigi und da schläft und das Mario. Das ist der Tennisträger aus Mario Tennis 64. Voll geil. Das ist richtig. Und hier sind Bomben! Wie Let's Play Markus sagen würde. Aber ich bin nicht Let's Play Markus, da habt ihr euch getäuscht. Das sind einfach Bombs. Das ist richtig. Die braucht er wahrscheinlich für Mario Kart. Und hier ist der Kettenhund ohne Kette, also ein Hund. Ja. Aber stimmt. Hunde sehen nicht so aus. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und was ist das hier? Das ist der Drogenschrank. Ja, es kann sein. Und ja, da ist aber noch Schnapp. Das Spiel heißt ja eigentlich falsch. Ja, das müsste ja eigentlich Koopas Taco Stand heißen, ne? Ja, genau, ja. Und oder Koopas Casino. Oder das. Aber trotzdem, er hat wenigstens das Schild oben hingehängt. Ich mag übrigens die Musik. Ja, ich auch. Die Musik kenne ich aber schon. This is the Taco Stand. You will be taking customers' orders. Try your best to satisfy them. If you put together all the right ingredients, the customers will be happy. Make all customers happy to advance to the next level. Ja, okay, das passt nicht ganz zur Musik, ist egal. Aber ist ja schön. Aber ich bin auch noch Taco-Amateur. Oh nein, hey. Okay, du bist jetzt die Kunden. Okay. Ich bin ein Goomba, okay. Oh nein, hey. Nicht Goombas. Goomba, denkt sich Waluigi auch, ey. Hey, I would like to buy a big tasty taco. Only cheese and beef, please. Ja, wir sind ja hier auf YouTube, deshalb brauchst du auch immer Beef. Welcome to the taco fields. Collect all the ingredients.
your customers asked for and then choose serve taco in the pause menu. If you collected only the correct ingredients, you'll make an amazing taco. Krass, ey. Und natürlich braucht er auch die Mexikaner-Hut. Das ist wichtig. Das ist richtig, ja. Und was brauchen wir? Käse und Beef, weil wir YouTuber sind. Genau, also Beef gibt's ja auf YouTube und Cheese ist ja auch auf YouTube. Ja, also kann ich jetzt schon den Taco servieren, ne? Ja. Übrigens, Goomba ist voll der Kannibale, weil guck mal. Lol. Die Goombas geben Beef. Ach, vielleicht hatte der Beef mit dem. Das kann sein. Ich weiß noch, dass früher die Leute tatsächlich die Goombas Kannibalen genannt haben, aber ich weiß gar nicht wieder, wieso. Wer hat Goombas Kannibalen genannt? Weiß ich nicht, irgendwelche Leute. Ja, ich nicht. Nee. Vielleicht war es Hanyan, please. Sees. Hi, I would like a taco with lettuce and beef, please. Lettuce. Was ist lettuce nochmal? Das ist Salat, also. Lettuce? Was war's nochmal? Salat und du musst dir das jetzt merken, und, weil. Und Beef auch. Achso, Beef wieder. Wo ist Salat? Ich Salat, aber dann hab ich's aus den Augen verloren. Das war da hinten, auf dem anderen Feld. Hier meinst du? Was wollen die alles für komische Tacos haben, ey? Ja, ich weiß nicht. Wie isst du deine Tacos so, Fritte? Wenn du Tacos isst? Eigentlich mit Hackfleisch, Käse, auch Salat, Tomaten, halt mit mehr Zutaten als zwei. Ja gut, das ist jetzt noch am Anfang so, also das werden noch mehr. Weil wir Amateure sind. Ja, weil wir derbe Amateure sind. Okay. Ist das jetzt eigentlich der Chef? Will der jetzt auch nur einen Taco? Ja, ist voll der Art. Hello, I will take one healthy taco with lettuce, tomato and mushrooms, please. Ja, weil wir sind ja auch im Mushroom Kingdom. Ja, aber ob das jetzt wirklich der Chef war, ey? Ja, keine Ahnung. Erst hat er uns der Chef gemacht, sah auch nicht anders aus. Nee, dann verlautert er uns hier zur Arbeit. Und jetzt lässt er uns auch noch bekochen. Also lässt sich bekochen von uns. Voll der Affe. Das ist richtig. Übrigens, kleiner Funfact, der fällt mir jetzt auch noch ein. Also ich sammle ja jetzt immer nur die richtigen Zutaten ein. Dann kriege ich übrigens auch mehr Punkte. Also wenn ich jetzt noch Käse einsammeln würde, dann kriege ich weniger Punkte oder so. Irgendwie. Das heißt, weniger Punkte, dann steigst du nicht auf im Level, oder? Ich weiß es nicht, aber irgendwie... Irgendwo stand es mal. Ich weiß nicht mehr, aha, wo. Also wir haben die Texte vorgelesen, deshalb... Du kannst mir diesmal keine Schuld geben. Nö. Aber wir sind jetzt Taco-Enthusiast. Das Spaß. Da stand nur, dass du die richtigen Zutaten nehmen sollst, um die Leute happy zu machen. Aber es stand nicht, was passiert, wenn du die falschen willst. Ja. Was ist das denn für ein komischer Typ? Hi, I would like a taco with only fish in it. Junge, was ist mit dir los, ey? Und ich weiß es nicht. Und Fischbrötchen. Congratulations, you've upped your taco rank and advanced to the next level. Keep improving your tacos to keep ranking up. Und jetzt haben wir auch eine neue Welt. Also ich vertrage ja keine Tacos, aber ich glaube, ich würde das auch so essen wie du. Abgesehen vom Käse. Weil warmer Käse, das kann ich nicht gebrauchen. Ja, den macht man ja nicht warm, also ich nicht zumindest. Ja. Ich mach den mal kalt raus, so wie Pizzakäse halt, einfach so drüber gestreut. Ja, okay. Ach so. Ja gut, dann würde ich das vielleicht auch machen. Vielleicht auch nicht. Ich mache eigentlich nur die Taco-Dinger an sich warm und Hackfleisch brate ich halt. Taco Island. Kalt drauf gemacht. Ja, okay, dann schon eher, sage ich mal. Weil ich mag das nicht, wenn der so zerfließt und sich zieht und so. Das finde ich voll eklig, ey. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Das geht natürlich auf eine Pizza, aber auf einem Taco brauche ich das jetzt auch nicht. Ja, Geschmackssache, ne, würde ich sagen. Ja, klar, auf jeden Fall. Alles. Achso. Okay, I want a taco with coconut and beef. Das klingt noch komischer. Coconut, Alter. Sind wir jetzt in der Coconut Mall? Was magst du? Keine Kokosnüsse, Fritte? Nein, ich mag Kokosnüsse schon, aber nicht auf einem Taco. Ach so, ja gut, das ergibt Sinn. Wobei ich sagen muss, Kokosnüsse so an sich mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Ich mag so Kokosnussgeschmack in irgendwelchen, was weiß ich. Aber bei mir ist es halt tatsächlich eher andersrum. Okay. Also ich, wenn jetzt das bei irgendeinem Riegel oder so, wenn da Kokosnüsse drin sind, also finde ich zwar auch okay,
Aber nicht so geil wie pure Kokosnuss. Okay. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde halt, Kokosnuss hat nicht so einen krassen Eigengeschmack, ne? Ja, aber ist ja erfrischend, finde ich das immer. Guck mal, der Erste, der einsieht, dass er eine komische Wahl hat. Hello, please don't judge me for this, but I would like a taco full of garlic. Only garlic. Ich kenne nur Garlic Foam. Ich glaube, das war Zwiebel oder Knoblauch? Dann muss es Knoblauch sein, weil Zwiebel ist Onion. Stimmt. Das weiß man vom Onion Dog. No. Kennst du den Onion Dog? Nein. Den habe ich früher mal geschaut, inzwischen nicht mehr so. Onion Dog? Das google ich jetzt. Ne, du musst noch vorlesen kurz, dann darfst du googeln. Ja. Hello, one taco with cheese and beef, please. Schon wieder. Ja, aber der klingt einigermaßen vernünftig. Ja, schon wieder, aber diesmal in einem anderen Level wenigstens, ne? Oh, guck mal. Ja. Ich muss die Maus da fangen. Lol. Ich bin einfach gegen die Maus gelaufen und dann war der so... Ha, ich bin tot. Kann ich dich nochmal fangen? Warum läufst du im Wasser rum? Du bist eine Maus. Du gehörst nicht ins Wasser. Ach, hier ist eine unsichtbare Wand. Ah ja. Kann ich dich nicht mehrmals fangen? Warum rennst du noch rum? Ich will das jetzt ausprobieren. Ich will das jetzt wissen. Willi will's wissen. Ne, Waluigi will's wissen. Vielleicht will er später eine Maus aus seinem Taco, wer weiß. Das kann sein. Aber dafür müsst ihr hier dranbleiben, um das rauszufinden. Und ich muss hier dranbleiben, um die Maus zu finden. Mann, warum ist hier eine unsichtbare Wand? Ich lauf mir entgegen. Jetzt lauf mir... Oh. Bäh. Das ist ein bisschen mehr Käse. Ja, das sollte reichen. Ich glaube auch. Aber Hauptsache alles voll mit Käse und dann so ein Beef... Wie nennt man das? Beef... Scheibe? Ich weiß nicht. Ja. Irgendwie so. Ja. Das dürft ihr jetzt entscheiden, wie das heißt. Schön, dass wir vor der Aufnahme gesagt haben, dass ich Waluigi spreche, aber er sagt einfach nichts. Ja. One complete taco, please. I want the full buffet. Coconut, fish, beef, cheese and garlic. Alter, der übertreibt ja voll. Kokosnuss, fish, beef. Oh Gott, ey, was eine Mischung. Also, das klingt nicht lecker. Das klingt schon echt eklig irgendwie. Also da würde ich Kokosnuss auch nicht drauf wollen, sage ich mal so. Nee. Ja, das ist das auf jeden Fall. Aber was ich immer witzig finde, es gibt ja auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Kokosnuss, wie nennt man das, Streifen oder so. Also so pure Streifen halt, ne? So getrocknete Kokosnuss, weißt du, wie ich meine? Ja. Gibt's ja auch in Packing zu kaufen. Mhm. Und das esse ich dann, also eigentlich esse ich das nicht so oft, aber... Habe ich dann gegessen, wo eine Freundin da war. Und wir haben dabei Mario Kart gespielt. Achso, eine zweite Freundin war auch noch dabei. Die hat nichts gegessen. Und auch der Manu hier, Womanizer. Ja, und wir zwei dann die ganze Zeit am Rumhusten. Beim Mario Kart spielen, das war sehr schön. Da kann man sich gut dran verschlucken an dem Tag, was so trocken ist. Das ist so trocken. Aber man macht weiter, weil man dumm ist. Irgendwie. Ja, die sind auch ganz okay, diese Streifen. Ja, aber die sind scheiß trocken, ey. Stimmt. Das ist schlimm. Warum läuft Waluigi eigentlich so lächerlich? Das sieht total dumm aus. Frag Case. Ist der Hack von Case auch? Ja. Und im Best Case beantwortet er es dir sogar. Und im Worst Case halt nicht. Hab ich jetzt alles? Hab ich schon Beef? Ist aber egal, wie viel du davon nimmst, ne? Also ja, das ist egal. Es ist nur wichtig, dass ich die richtigen Zutaten habe. Aber der will ja eh alles, der Typ. Ja. Ich glaube, wir haben alles, oder? Oder nicht? Ich glaub auch. Ich probier's mal. Beziehungsweise er probiert mal. Ja, tatsächlich. Sieht gut aus. Alter, was eine Schlange. Es spricht sich rum hier. Ja, es spricht sich definitiv rum. Und Leute, ihr könnt das auch noch weiter rumgeben, die Info. Dann haben wir im nächsten Part vielleicht noch mehr Kunden. Das könnte gut sein. Weil wir machen jetzt Schluss. Okay. Ich mag die Musik, die mag ich schon gern.
Fritte macht die Verabscheuung, meine ich. Ich meine Verabschiedung. Die Verabscheuung. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.